Hallo und willkommen zum Mystic Quest Let's Play. In dieser Folge machen wir uns das auf den Weg nach Glaive. Oh, ich habe den falschen Knopf gleich zu Anfang gedrückt. Das fängt gut an. wir haben uns in der letzten Folge durch die Höhle gekämpft und den bösen Davios erledigt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. So ein richtig so ein Überziel von wegen, haha, jetzt befreien wir die und die Holde Maid oder so, haben wir es, glaube nicht. Außer natürlich unsere große Hauptquest. Wir wollen mal gucken. Oh, Affen. Ich mag immer Affen. Muss ich hier Affen töten? Frechheit. Wobei ich sagen muss, so mittlerweile, die Musik, die ist zwar nicht schlecht, aber so ein bisschen mehr Variation hätte es auch sein können. Ihr merkt schon, je länger ich das Spiel spiele, desto mehr Kritikpunkte fallen mir immer ein. Was natürlich nicht heißen will, dass das ein schlechtes Spiel ist, um Gottes Willen, nein. Ich wollte erstmal hier nämlich zur Seite gucken. Wieder den falschen Knopf gedrückt. Oh, übel. Ich würde ja von so einem Spiel kein Let's Play machen, wenn mir das Spiel nicht gefallen würde, ne? Also hier geht's schon mal nicht weiter, also... Kann man hier auch runter? Ja. Oh, jetzt ist das ja wieder so verzweigt und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das sieht auf jeden Fall danach aus, aber ich will trotzdem hier mal nach unten gehen. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Okay, hier ist auch nichts. Ich habe nämlich mittlerweile auch nicht so wirklich Orientierung, wo ich jetzt auf der Karte rausgekommen bin. Ich habe ja zwar die ausgedruckte Karte, aber okay, da komme ich nicht durch. Das ist gut. Das klingt jetzt komisch, aber... Je größer sich jetzt dieser Bereich jetzt quasi für mich öffnen würde, desto nerviger wäre das Ganze. Okay, hier geht's auch nicht. Ja, komm. Das ist hier unten. Achso, da kann ich jetzt einmal rum. Aber viele Gegnertypen auf jeden Fall. Minotaurus, der Feuer spuckt, oder was soll das sein? Und irgend so ein Sprungdings. Okay. Was ist hier? Einfach ein See. Ich glaube nicht, dass das Bedeutung hat. Okay, hier kann ich auch hoch. Na gut, dann gehe ich hier einfach mal hoch. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier komplett auf dem Holzweg bin, aber das werden wir sehen. So, irgendwie mal so ein Laden oder so wäre mal schön, ne? Ja, kann ich hier bestimmt hoch? Ah, das ist eine Hütte. Also sollte ich vielleicht mal die rechte Liane nehmen. Aber am besten, ich heile mich erstmal. Weil sonst könnte das etwas knapp werden, würde ich sagen. Auch der S2-Trank, der... Ah. War ja klar, ne? War ja klar. Wieso wundert mich das nicht? Naja. So ein Lebenstrank kostet jetzt auch nicht die Welt. Vor allem, weil man ja absolut kein Geldproblem in diesem Spiel hat. Das habt ihr mir ja auch schon in den Kommentaren bestätigt, dass das so ist. Mal gucken, was hier ist. Ah! Wie war das? Ich suche einen Händler. Oh, neue Rüstung. Opal. Edel. Dann kaufe ich die mal. Schadet nicht, würde ich sagen, ne? Wobei auch seltsam ist, Opal soll besser als Gold sein. Naja, gut. Ah, falscher Knopf. So, Waffe. Opal. Ah. Ah, ne, nicht Silber. Den Helm und das Schild.
So, dann kann ich die anderen Sachen ja verkaufen. Die werde ich ja nicht mehr brauchen. Ah, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er jetzt wieder zu Anfang der Liste springt, weil das wäre etwas sehr nervig. Aber leider hat er keine Tränke oder sowas, was schade ist. Aber naja, immerhin. So, dann sind wir hier gleich viel besser ausgerüstet. Na, kommt her, ihr Seehunde oder was das sein soll. Maulwürfe? Keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt mal die Liane hoch. Boah, das war jetzt aber gemein. Das konnte ich hier nicht vorhersehen. Bann. Bin ich. Oh! Junge! Kann ich mich heilen? Boah! Merken wir uns, gebannt sein ist nicht cool. Nicht cool. Da scheint irgendwie die Verteidigung komplett runtergesetzt zu sein oder irgendwie sowas. Okay. Okay, wir haben eine Axt. Da können wir uns doch bestimmt da durchkloppen. Oh, ging einfach, als ich gedacht habe. Ja, komm her. Was bei den Robotern hier oder was das sein soll, habe ich jetzt echt Respekt, wenn die einen hier so zappeln können. Nein! Okay, in der Hoffnung, dass mich hier jetzt keiner trifft. Ich würde sagen. Ne? Ich gehe mal hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal nach links, aber wie man sieht. Ach du Kacke. Boah. Die nerven mich jetzt gerade mal echt extrem. Ich meine, halten die Dinger nichts aus. Stellt euch mal vor, die wären jetzt auch noch irgendwie super zäh oder irgendwie sowas. So. Ja. Nein, da ist er wieder da. Das ist irgendwie auch komisch, ne? Manchmal in Dungeons, wenn man will, dass die Gegner respawnen, tun sie es nicht. Da, wo man es nicht unbedingt will. Als ob ob das Spiel das einen irgendwie unter die Nase reibt. Stimmt nur, um mich zu ärgern. Das haben die extra damals so programmiert. Hundertprozentig. Diese Roboter. Okay, das ist eine Höhle. Okay. Komme ich hier durch? Ja. Okay, jetzt haben wir wieder die Affen hier. Also kommen wir vielleicht jetzt zur Höhle, die ich da gerade gesehen habe. Scheint so. Also das ist ganz gut. Das ist jetzt relativ linear, wo man hier lang laufen muss. Ich hoffe, das bleibt so. Okay. Wieder einer dieser Dungeons. Okay, da geht's runter. Ich gucke mich aber erstmal hier ein bisschen um. Da geht's auch runter. Lass mich raten, hier geht's auch runter. Wow. Dann gehen wir mal runter, würde ich sagen, ne? Oh. Aha, oh nee, ist das so eine Stelle, wo man jetzt hier Rätselraten machen muss? Der kann das auch. Okay, dann scheint das jetzt ja gerade wieder der heißeste Scheiß zu sein bei den Gegnern. Okay. Festschlossen. Ja, dafür haben wir doch einen Schlüssel. Wir sind doch mal ausnahmsweise, sind wir doch mal vorbereitet. Okay. Ein Boss. Ich würde sagen, wir machen wieder unsere alte Strategie mit der Fernkampfwaffe.
Und ich pack mal auf die zweite Taste schon mal den Heilzauber. Okay. Das scheint so zu stürmen. Okay, kann ich nicht verletzen. Das ist uncool. Okay. Wie kann ich dich verletzen? Ah. Oder mit der Waffe kann ich ihn jetzt gar nicht verletzen. Also wir haben als letztes die Streitaxt bekommen. Da, wo ist sie? Da ist sie. Also probieren wir es mit der mal. Okay. Uncool, würde ich sagen. Den muss ich bestimmt irgendwelche Zauber. Mal Eiszauber. Trifft den gar nicht. Okay. Das war's denn nicht. Gucken wir mal. Feuerzauber. Was denn jetzt verletzt? Ja. Also, was gucke ich hier? Mal, dass ich auf jeden Fall mal ein bisschen Lebenssaft kriege. Verletze ich ihn jetzt oder nicht? Das ist die große Frage irgendwie. Ich würde sagen, ich sitze es jetzt einfach mal aus. So, Lebenszauber. Was macht denn Geräusch? Vielleicht mache ich halt nicht den maximalsten Schaden. Boah, diese Attack-Pattern sind aber echt fies. Das macht auf jeden Fall ein Geräusch. Bin mir halt nicht unbedingt sicher, ob ich ihn jetzt wirklich verletze. Also schuldig, wenn der Kampf jetzt etwas in die Länge gezogen wird. Aber ist auch egal, von welcher Seite ich angreife, ne? Naja, vielleicht ist er einfach so designt. Versuche einfach mal mein Bestes. In der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt hier. Das ist halt wirklich immer so ein bisschen problematisch beim Spieldesign. Wenn man nicht weiß, ob man jetzt was ausrichtet oder nicht. Nehme mir hier meinen Magietrank. Ich habe ja keine Magie mehr. Nicht, dass ich dann plötzlich so gar nichts mehr habe. Eigentlich ja. Habe ich jetzt irgendeinen Effekt oder nicht? Ja. Also gefährlich ist es eigentlich nur, wenn er hier so, wenn er meiner Schräg hier seine Attacke macht. Ja. Aber da ist man noch nicht mal jetzt in der Ecke sicher. Öffnet sich nicht, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich hier zuerst den Boss erledigen muss. Boah. Thank you.
Also wenn es so gehen würde, wäre er nicht sehr schwer. Wenn man halt wüsste, ob man jetzt hier verletzt oder nicht, ne? Obwohl es ja meistens so, dass das bei normalen Gegnern ist, das Geräusch auch macht. Man macht halt nur nicht so viel Schaden, ne? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja. So. Ach nee. Ich wollte. Magietrank. Habe ich sowas überhaupt noch? Ja. Einen habe ich noch. Also irgendwas löse ich ja aus. Wäre natürlich nur schön, wenn ich auch wirklich Schaden auslösen würde. Ich versuche mal eine andere Waffe. Also es sollte ja am besten hier irgendwie... Ich versuche mal die Sichel. Die ist zwar uralt. Ja, hat denselben Effekt. Vielleicht den Speer? Nee. Mal das Silberschwert probieren? Weil wer weiß? Nee. Da! Okay. Ich stelle mich hier teilweise so echt blöd an. Aber es ist halt so, wenn man wüsste, okay, die und die Strategie ist es, okay. Dann wäre es ja schön, ne? Ich bleib mal hier bei meiner Kettenwaffe hier. Ich muss das echt vorsichtig werden. Dreht er hier aber auf. Habe ich die. Oh, ich dachte, ich hätte den Lebenstrank, den einen, den ich noch habe. Aber der heilt ja auch nicht so wirklich viel. Ja. Also ich muss sagen, spannend ist anders, ne? Ich bezweifle ehrlich gesagt echt, dass der so zu erledigen ist, weil auch der Kampf so ja relativ langweilig ist. Ja, ne? Wer sagt, spannend ist irgendwie anders. Was mache ich denn falsch? Also auch nicht so, dass man in sein Auge gezielt attackieren muss. Ah, ich bin nur gleich tot, das ist das Problem.
Ich würde sagen, ich gehe mal raus. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich eh tot. Also das war auf jeden Fall nichts. Sehr seltsam. Keine Ahnung. Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Wisst ihr, wie der zu besiegen ist? Weil mir fällt gerade echt nichts ein. Oh, okay, ich bin jetzt eh tot. Da würde ich jetzt aber auch jetzt hier an dieser Stelle abbrechen. Wenn ihr wisst, wie der am besten zu besiegen ist, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Das werde ich dann natürlich berücksichtigen. Und dann hoffe ich, schaffe ich ihn in der nächsten Folge. Die nächste Folge ist natürlich so etwas kürzer geworden jetzt dadurch, aber was soll ich machen? Also, danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.